Ja, also wir haben heute einen Antrag gestellt, der leider nicht drangekommen ist. Und zwar geht es darum, wegen der Schließung Kaufhof an der Graf-Otter-Straße, Ecke Berliner Straße, dass wir da fordern, dass das Einzelhandelsrahmenkonzept, was wir schon lange fordern, endlich mal aktualisiert wird, weil wir möchten gerne, dass hier der Einzelhandel, also eine neue Analyse vorgelegt wird. Was sind die Stärken, Schwächen? Das Einzelhandelsrahmenplanskonzept ist von 2007, das heißt 6 Jahre alt. Und wir haben überall in der Stadt auch Probleme. Und hier war es jetzt mal, das auch zu thematisieren, dass sich da starke Veränderungen im Einzelhandel ergeben. Wir haben ja auch die neuen großen Flächen, die jetzt mit dem Liebeskind entstehen. Das heißt, hier brauchen wir eine Aktualisierung. Und dann gab es ja noch die Äußerung vom Oberbürgermeister, dieses Gebiet in der Stadtmitte zwischen dem Bahnhof und der Innenstadt zu einem neuen Wohnviertel zu entwickeln. Da sagen wir ganz einfach, wenn jetzt der Kaufhof auch noch der weggegangen ist, ist ja gar keine Nahversorgung mehr. Klar gibt es noch ein paar Asiaten und ein paar indische Lebensmittelläden, aber irgendwo ein Lebensmittelmarkt oder so, da wo die Anwohner, die dann da auch wohnen sollen, wirklich einkaufen können, fehlt da. Das heißt, hier brauchen wir ein überarbeitetes Konzept und die Stadt muss hier auch steuernd eingreifen. Das war der Antrag.